Hallo und herzlich willkommen bei WOW, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Laura. Und mein Name ist Kerstin und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast. Heute sprechen wir mit dir über das Boxentraining, speziell für Welpen. Und wir erklären dir, warum es überhaupt notwendig ist und welche Methoden du fürs Boxentraining verwenden kannst. Ja, Kerstin, wir sind zurück aus der Sommerpause und ich freue mich riesig, du dich wahrscheinlich auch. Wie geht's dir erstmal? Wir hoffen, euch geht's allen gut, aber ja, erstmal, wie geht's dir? Mir geht's super, danke. Die Sommerpause war sehr erholsam, eigentlich auch nicht, weil vielleicht haben wir gesehen, die Laura und ich haben ganz viel Content auf Instagram und Facebook für euch über den Sommer produziert. Einfach nochmal unsere Best-of von den Podcast-Folgen nochmal neu für euch dargestellt, nochmal verständlicher erklärt und euch zum Mithören animiert. Hoffentlich ist es uns gelungen. Genau, und ansonsten war der Sommer sehr, sehr, sehr heiß. Und ja, ich freue mich jetzt schon wieder, dass es jetzt einfach ein bisschen kühler wird. Darf man eh nicht zu laut sagen. Und genau, ja, Laura, wie war dir die Sommerpause? Was hast du während der Bausommerpause so gemacht? Ja, ich habe auch ganz viel nichts getan quasi und einfach viel entspannt, so gut es halt ging und vor allem die Uni-Pause genossen sozusagen. Bin jetzt dann auch gespannt, wie es auf der Uni weitergeht, wegen Corona und so. Mein Job, also meine Hunde- und Katzenschule lief ja zum Glück weiter. Und ja, ich freue mich einfach riesig, jetzt wieder hier für euch Podcast-Folgen aufzunehmen, gemeinsam mit dir, Kerstin. Und freue mich einfach, dass wir wieder zurück sind und viel Content rausgeben können. Und freue mich vor allem auf das heutige Thema, denn die Box war bei uns in der Welpenzeit wirklich quasi ja unumgänglich, sagen wir es mal so. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch aussieht, also ob ihr eine Box zu Hause habt, aber Lici liebt ja die Box. Also das ist ja ihr Rückzugsort Nummer 1, du weißt das ja auch. Als du hier bei uns zu Besuch warst. Genau, ja. Also, ich weiß gar nicht, hast du eine Box für Flummi oder wie sieht das aus? Nein, Flummi und ich haben keine Box, aber die Flummi ist ja auch schon im Erwachsenenalter zu mir gekommen und da war Ruhe eigentlich gar kein Thema. Also, die Flummi war in einem Labrador-Rudel und ich glaube, also sie hat nicht viel dort mitgenommen, wo sie her ist, aber was sie mitgenommen hat, ist Ruhe im Haus und deswegen kann die Flummi halt wirklich super in der Wohnung entspannen und da war eine Box eigentlich ein Thema, aber ich habe ja jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es auf Instagram gesehen habt, zufällig bei @flummisdiary, die Flummi hatte jetzt einen neuen besten Freund erhalten und zwar den kleinen Moon. Moon ist ein Border Collie Welpe von einer meiner besten Freundinnen und der kommt circa 1 bis 2 Mal in der Woche zu mir und der hat leider keine Box. Also das Frauchen hat keine Box oder verwendet im Training keine Box und da wird halt viel mit einer Ruheleine geübt, aber der Hund ist halt wirklich so wie ein Border Collie, wie es im Buche steht, also sehr aufgedreht, kann nicht alleine zur Ruhe kommen und ist halt wirklich, den muss man halt begrenzen, mehr oder weniger, dass er da mal runterfährt, sonst würde es dann nur Batti Batti geben und genau für solche Hunde, glaube ich, also Laura, du sprichst ja da mit der Ligia auch aus Erfahrung, ist das einfach eine super tolle Methode, die Box, dass die dann wirklich runterfahren können, dass sie jetzt lernen, also so mehr oder weniger Ruhe auf Kommando, wie wir es eh in der Deckentraining-Podcast-Folge schon mal angesprochen haben. Da könnt ihr gerne nochmal nachhören. Und genauso ähnlich funktioniert die Box auch und ist natürlich auch beim Welpen, also bei solchen Welpen, bei so aufgedrehten Welpen, aber eigentlich bei jedem Welpen eine super Methode, wo der Hund dann auch langfristig weiß und auch wenn er dann erwachsen ist, dass er weiß, ich gehe dort rein und dort berührt mich niemand, da habe ich einfach meine Ruhe, da kann ich gut abschalten. Ist vielleicht auch ein super spannendes Thema, wenn ihr Eltern seid, wenn ihr Familie zu Hause habt, mit Kindern, mit Kleinen oder Großen, ist ja dann egal, aber einfach für den Hund eine Rückzugsmöglichkeit bietet, wo er dann reingehen kann und niemand will mit ihm spielen oder ist
lästig, blöd gesagt, genau. Ja, und ich finde auch, selbst wenn man jetzt im Haushalt keine Box benötigt, weil der Hund da ja sowieso Ruhe hält, irgendwie kommt man früher oder später immer auf die Box zurück, meistens dann vielleicht im Autofahren oder so. Und alleine dafür finde ich es halt schon super wichtig und super cool, wenn man einfach Boxentraining bereits mit Welpen macht. Und ich habe tatsächlich, weil du die Ruheleine quasi angesprochen hast, bei Litschi gab es da tatsächlich eine Kombi aus beidem. Weil die Ruheleine allein war bei ihr irgendwie trotzdem noch so, ja, manchmal war sie trotzdem ein bisschen aufgedreht, aber wenn ich ihr die Box dann noch zusätzlich zur Verfügung gestellt habe als Rückzugsort, dann hat das super gut funktioniert, einfach weil sie die Box halt extrem positiv verknüpft hatte. Ja, und das ist auch unser Ziel heute beim Boxentraining für Welpen, einfach euch zu zeigen, wie ihr eurem Hund beibringen könnt, die Box positiv zu verknüpfen, dass er dann einfach entspannen kann, dass es nicht so ist, wie beim Autofahren oft, geht es in eine Box rein und jammert dann, weil er da nicht rein will, weil er es blöd findet, sondern wirklich, der Hund geht freiwillig in die Box, der Hund findet die Box super cool und ist auch sehr entspannt dort, also ganz ohne Stress. Wir haben jetzt eigentlich eh schon gesagt, warum das Boxentraining so wichtig ist und jetzt würden wir euch gerne zwei Methoden, würde ich tatsächlich sagen, vorstellen für das Boxentraining. Und wir starten einmal mit der ersten. Ja, ihr wisst ja, dass wir eigentlich riesige Fans vom Klickertraining sind, aber wir wollten euch erstmal eine Methode erklären, wo ihr den Klicker nicht braucht und auch kein Markertraining oder ähnliches. Und zwar geht es dabei darum, dass der Welpe einfach mal lernt, dass es in dieser Box quasi Leckerlis gibt und so die Box positiv verknüpft. Das heißt, man schickt den Welpen einfach mit ein paar Leckerlis in die Box, wartet eben, bis diese halt weggegessen wurden und dann löst man das Ganze wieder mit einem Auflösungssignal auf. Das sollte man unbedingt machen, denn so weiß der Welpe und auch der Hund dann später quasi, dass die Situation wieder aufgelöst ist und er eben machen kann wieder, was er möchte. Und im nächsten Schritt würde man dann wieder den Hund oder den Welpen mit Leckerlis reinschicken und die Box wieder schließen, also die Box schließen meine ich, und dann öffnen, bevor der Welpe quasi merkt, dass die Box geschlossen war oder bevor der Welpe versucht, aus Frust aus der Box rauszukommen. Auch da, sobald die Box offen ist, sagt man wieder das Auflösungssignal. Das kann zum Beispiel ein Fertig sein oder ein Okay oder sowas. Sagt man wieder das Auflösungssignal, damit der Hund wieder weiß, okay, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Und dann beginnt man halt in den nächsten, also nach ein paar Trainingseinheiten, die Box immer öfter zu schließen und zum Beispiel irgendwie kurze Haushaltsdinge zu machen, beziehungsweise sich in dem Sichtfeld des Hundes zu bewegen quasi. Und was man da machen kann, damit der Hund gar nicht erstmal frustriert oder so und damit man so ein bisschen mehr Zeit hat als nur mit den Leckerlis, man kann dem Hund zum Beispiel Kauartikel oder sowas geben, damit er gar nicht so in den Stress reinkommt. Man sollte aber den Hund unbedingt dabei beobachten, was er tut, damit man wieder die Box öffnet, bevor der Hund hochstresst oder ähnliches. Genau, und ganz wichtig ist auch hier wieder, wie bei allem im Hundetraining, kleinschrittig aufbauen. Das heißt, wenn euer Hund den ersten Schritt sehr gut verstanden hat und schon ruhig bleiben kann und wirklich entspannt in der Box ist, dann schließt ihr erst die Tür und die Tür euch wirklich ganz schrittweise aufbauen. Also nicht den Hund reinstecken, der kann euch denken, er kann das schon, die Tür schließen und dann für 5 Minuten weggehen, sondern wirklich wie überall im Hundetraining sehr kleinschrittig aufbauen und wirklich für Minute zu Minute steigern, so wie man es halt auch beim Alleinebleiben zum Beispiel macht. Genau. Und wenn man dann irgendwie so bei 10 Minuten ist, während der Hund, also während man in sich in Sichtweite des Hundes befindet, dann kann man auch anfangen versuchen, quasi mal das Sichtfeld einfach nur mit einem Bein zu verlassen oder so. Da muss man einfach wirklich dranbleiben und Schritt für Schritt üben, so wie Kerstin das schon gesagt hat. Weil es ist einfach ganz wichtig, dass der Hund diese Box nicht negativ verknüpft und dass er das auch nicht verknüpft als Strafe oder so. Also so wie wir das bereits gesagt haben, Litschi findet die Box so geil, dass es
eigentlich ihr Traum ist, wenn ich die überall hin mitnehme und so, weil sie da einfach schlafen kann. Das ist halt ihr Rückzugsort und sie weiß halt auch einfach, dass ich sie da in Ruhe lasse. Und das funktioniert aber nur, wenn man diese Box eben so positiv verknüpft, dass dieser Hund sie dann später so, ja, auffasst quasi. Genau, also da wirklich, wirklich drauf achten, dass das Ganze in einem positiven Rahmen bleibt und auf keinen Fall, also wenn es euch passiert, dass der Hund dann anfängt zum Jammern oder zu bellen oder einfach seinen Unmut kundtut, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr, wenn es möglich ist, noch kurz wartet, bis er aufhört und das dann gleich bestätigt und auflöst. Und wenn es gar nicht mehr geht, nicht schimpfen, keinesfalls irgendwie strafen oder den Hund anschreien, dass er ruhig sein soll, sondern dann war das mehr oder weniger euer Fehler und dann wirklich nochmal einen Schritt zurückrudern, das Ganze natürlich die Situation mal auflösen, den Hund beruhigen, vielleicht noch irgendwas, was der Hund gut kann am Abschluss, also vielleicht nochmal ein paar Leckerchen in die Box reinlegen, dass es dort fressen kann, dann das Training beenden und am nächsten Tag viel, viel kleinschrittiger weitermachen. Also wenn euer Hund da jetzt anfängt zum Fiepen oder ja, es sich irgendwie unwohl fühlt oder keine Entspannung mehr gegeben ist, dann habt ihr den Schritt zu schnell aufgebaut. Also dann seid ihr viel zu schnell, habt ihr den vorigen Schritt verlassen und habt einen zu großen Schritt in Richtung Trainingsziel gemacht und wirklich sehr, sehr kleinschrittig hier immer arbeiten. Genau. Und wir können jetzt hier auch nicht sagen, dass der Hund zum Beispiel 3 Tage für diesen Schritt braucht und 3 Tage für den nächsten, sondern das ist halt immer total individuell. Was ich euch auf jeden Fall als Tipp mitgeben kann, macht die Box so gemütlich als möglich, also Decken rein, vielleicht sogar ein Kissen rein. Also Lychee hat jetzt kein Kissen mehr drin, aber als sie zum Beispiel operiert wurde, da liebt sie die Box auch immer danach als Rückzugsort und da habe ich dann immer Kissen reingetan und Kuscheltiere. Und das liebt sie dann total zum Reinkuscheln. Also einfach schauen, dass man aus der Box vielleicht auch so einen kuscheligen Ort macht oder so. Also genau, was euren Hund einfach, was dem gut tut, wo ihr wisst, okay, das mag er gern, eben vielleicht auch die Lieblingsdecke einfach reinlegen und genau. Genau. Bevor wir zur nächsten Methode kommen, wollten wir einfach nochmal sagen, dass wir uns megamäßig freuen würden, wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge hier eine Bewertung hinterlasst, wo auch immer ihr zuhört. Wir freuen uns riesig, wenn wir euch mit unserem Content weiterhelfen können im Zusammenleben mit eurem Hund oder jetzt speziell mit eurem Welpen. Und natürlich kann man diese Trainingsmethoden auch auf erwachsene Hunde umleiten. Aber ich glaube, das ist eh klar. Hast du noch irgendwas, wo du, Genau, also wenn euch das gefällt, wir freuen uns halt sehr, wenn ihr da das einfach auch mit euren Freunden teilt und umso mehr Bewertungen wir bei iTunes sammeln, umso mehr Menschen können wir einfach auch erreichen. Was uns sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass wir einfach unser entspanntes Alltagstraining für den Hund unter die Leute bringen, weil wir halt immer noch der Meinung sind, die Laro nicht, dass von dieser Art von Training einfach viel zu wenige Trainer gibt und noch immer viel zu wenige Leute, die so arbeiten oder die es einfach auch wissen. Wir wollen einfach ja für alle Menschen mehr oder weniger den Zugang schaffen, dass sie das anhören können und dass sie dann auch so arbeiten können. Und da helft ihr uns ja dann wirklich super gut dabei, wenn ihr die Bewertung hinterlässt, weil dann ja bekommen wir ein bisschen mehr Reichweite und ja, dann können uns mehr Leute sehen und finden. Genau. Und jetzt würde ich sagen, die zweite Methode für das Boxentraining hinterlasse ich jetzt, hinterlasse ich, ja. Die lasse ich jetzt einfach dich erklären, mal kurz. Ja. Ja, gerne. Also, wir haben ja gesagt, die erste Methode, die wäre jetzt ganz normal entspannt aufbauen mit Leckerlis. Und im Endeffekt unterscheidet sich die zweite Methode gar nicht so stark, nur halt wirklich in dem ersten Schritt mehr oder weniger. Und zwar kann man das auch super mit einem Klicker aufbauen. Was für diese Methode aber ganz wichtig ist, ist, dass euer Hund den Klicker verstanden hat. Das heißt, dass der Hund auf den Klicker konditioniert ist. Wie das funktioniert, wenn ihr jetzt noch keine Ahnung habt vom Klicker, wie das ausschauen kann, dann hört gerne unsere Podcast-Folge zum Thema Klickertraining rein. Dort haben wir alles ganz, ganz, ganz genau erklärt. Wenn ihr den Klicker jetzt wirklich noch nicht kennt und euch die Trainingsfolge erst anhören müsst,
dann würde ich diese Methode jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, sondern wirklich, wenn ihr sagt, ihr seid mit dem Clicker vertraut, das ist der erste Punkt. Und zweitens, euer Hund kennt den Clicker schon. Genau, und das wird dann einfach so funktionieren, dass ihr die Box, die Box steht einfach da, wo sie steht, steht an einem Ort. Und dann stellt ihr mehr oder weniger euren Hund davor, habt natürlich, ganz wichtig im Clicker-Training, vorab die Clicker in der Hand und passende Leckerlis auch dabei. Und dann schaut ihr einfach mal, was euer Hund macht. Die Methode beim Clicker nennt sich übrigens auch Free Shaping. Das heißt, ihr wartet einfach mal, was euer Hund tut. Und wenn zum Beispiel der Hund dann irgendwie, kann schon beim ersten Mal sein, dass der Hund hinschaut, klickt ihr das und bestätigt das eben mit dem Leckerli. Und so arbeitet ihr weise dann Richtung Ziel. Das heißt, im Endeffekt baut ihr dann so die Box auf, indem ihr immer jeden Schritt, den der Hund Richtung Box macht, klickt. Das heißt, wir haben jetzt gehabt, wenn der Hund die Nase an die Box hält, wenn der Hund vielleicht einmal in die Box hineinschaut, wenn der Hund eine Pfote in die Box reinsetzt. Und immer klicken, und wenn der Hund den Clicker kennt, dann macht ihm das erstens mal super viel Spaß, weil er weiß, okay, irgendwas passiert jetzt und ist super cool, ich bekomme jetzt gleich einen Klick. Und dann könnt ihr wirklich klicken, bis der Hund tatsächlich in dieser Box drinnen sitzt oder liegt, was auch immer. Und genau, also das ist wirklich eine super tolle Methode, wo der Hund mehr oder weniger sich fast gesagt selbst beibringt, die Box anzunehmen, und ist eine super tolle Methode, wo ihr auch extreme kognitive Auslastung wieder habt. Also da wird euer Hund auch nochmal richtig gefordert bei dieser Methode. Und ja, also so baut ihr das dann einfach auf, und dann natürlich könnt ihr auch wieder arbeiten, wenn ihr die Box zumacht, wie Kauartikel etc. Aber das ist eine super, super gute Methode, wenn ihr den Clicker bereits kennt. Genau. Und es ist auch so, dass Welpen den Clicker, also das Clicker-Training, total schnell kennenlernen können, ja. Und dass man natürlich auch bei Welpen mit Clicker-Training arbeiten kann. Vor allem das Boxentraining baut man ja in den eigenen vier Wänden erstmal auf. Das heißt vor allem, das ist eine reizarme Umgebung. Ich habe heute irgendwie Sprechfehler oder so. Das ist eine reizarme Umgebung, die der Welpe bereits kennt. Und da kann man den Clicker echt recht schnell dann auch fürs Training direkt verwenden. Und der Unterschied zwischen den zwei Methoden ist einfach, dass man bei Methode 1, die wir euch zuerst erklärt haben, wirklich den Hund quasi irgendwie in die Box auch lockt, wenn man das so möchte. Und bei Methode 2 lastet man den Hund einfach auch gleich kognitiv aus, und der Hund lernt halt selbst einfach mit und weiß auch, wofür er belohnt wird, weil das Clicker-Training ihm ja quasi zeigt, was er richtig macht sozusagen. Ja. Genau. Und genau. Auch noch ganz wichtig bei der zweiten Methode, das hat sich jetzt vielleicht etwas schnell angehört, aber die Methode ist jetzt nicht, dass ihr das innerhalb von einem Tag schaffen werdet, sondern einfach langsam klickern, besonders für den Welpen. Wenn das wie schon gesagt, das Free Shaping ist einfach eine extreme Auslastung für den Hund, also auch extrem anstrengend, positiver Stress, das heißt langsam arbeiten. Da reichen vielleicht schon 5 Minuten und dann wieder Pause machen. Auch wenn es dem Hund gerade gefällt und wenn er denkt, oh, besonders zum Beispiel jetzt bei Moon, das Border Collie, der ist sowieso immer glücklich, wenn er arbeiten kann. Wenn ihr denkt, oh, dem macht es aber so viel Spaß und ich mach weiter. Und dann macht ihr das eine halbe, dreiviertel Stunde. Also das bitte auf keinen Fall machen, sondern immer mit Pausen arbeiten. Also keine Ahnung, am Tag 3x5 Minuten und sich das dann immer aufheben und die kleinen Erfolge einfach feiern. Genau. Ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Punkte zum Boxentraining. Ganz wichtig, was Kerstin eh auch schon gesagt hat, Zeit einplanen, dem Welpen Zeit geben, dir selbst Zeit geben und natürlich so wie immer, bitte nicht üben, wenn du selbst schon irgendwie einen negativen Tag hattest oder dich nicht wohlfühlst oder so, denn dann werden die Trainingserfolge auch ausbleiben. Und bitte auch ganz wichtig, deinen Welpen gut beobachten, damit er eben gar nicht in den Frust reinfällt oder in den negativen Stress und dem auch nicht zu viel positiven Stress hat, denn auch das kann eben negative Auswirkungen haben und die Lernerfolge bleiben dann halt auch irgendwo
weg quasi. Wir würden euch jetzt an dieser Stelle empfehlen, mal kurz einen Zettel an die Hand zu nehmen, weil wir euch noch mal ganz kurz zusammenfassen werden, warum man das Boxentraining machen sollte, welche Methoden es gibt und welche Hilfsmittel ihr euch auch quasi nehmen könnt für das Training. Deshalb, ihr könnt ja mal kurz pausieren und dann euch einen Zettel nehmen und dann werden wir euch noch mal das kurz zusammenfassen. Ihr solltet jetzt einen Zettel haben. Also nochmal für euch zur Zusammenfassung. Also, es ist erstmal wichtig, das Boxentraining zu machen, weil der Hund damit auch eine gewisse notwendige Begrenzung bekommt, um zur Ruhe zu kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also die Box ist wirklich ein super Ruheort und kann dem Welpen wie auch einem erwachsenen Hund super gut helfen und kann auch anderen Menschen, zum Beispiel Besuchern, super toll signalisieren, okay, der Hund möchte jetzt Ruhe und wird dort nicht angefasst. Also das ist schon mal so der Grund, warum man das Boxentraining macht. Dann haben wir euch zwei Methoden erklärt, wie man das Boxentraining quasi machen kann. Einerseits eben, indem man den Hund quasi mit Leckerlis da reinlockt, sagen wir es mal so. Oder indem man sagt, man arbeitet mit dem Klickertraining und zwar eben über das freie Formen sozusagen, dass man einfach das belohnt, was der Hund in Bezug auf die Box anbietet. Und was man auf jeden Fall bereit haben sollte, egal bei welcher Trainingsmethode, sind Leckerlis oder irgendeine Art von Belohnung und vielleicht sogar Kauartikel, damit man dem Hund auch ein bisschen Stressmanagement bieten kann. Und ein ganz, ganz wichtiger Tipp zum Schluss ist einfach, dass ihr den Hund nicht einfach in die Box einsperrt und dass ihr das Training immer positiv beendet. Genau, das waren die wichtigsten Schritte. Ich hoffe, ihr habt gut mitgeschrieben. Genau, das war es eigentlich für heute mit dem Boxentraining. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schaut am besten auf Instagram vorbei, @wow_hundepodcast. Dort haben wir ganz viele Postings ab heute zu diesem Thema. Also da wird nochmal alles auch visuell für euch aufbereitet, dass ihr das nachlesen könnt. Die Laura und ich stehen dort auch immer rund um die Uhr für Fragen zu den Folgen zur Verfügung. Also einfach mal unter das Posting kommentieren oder direkt eine Privatnachricht schicken. Wir kümmern uns daran drum, dass ihr da auch nochmal alle offenen Fragen beantwortet bekommt. Und ja, ansonsten, wie schon erwähnt, würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen. Also wenn ihr jetzt gerade am Handy seid, könnt ihr die Folge einfach mal runterlegen und gleich mal uns eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Oder wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wenn ihr heute zum ersten Mal zuhört, würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, dass ihr zukünftig immer informiert werdet, wenn eine neue Podcast-Folge online ist. Genau. Und eine kleine Änderung haben wir auch noch für euch, für alle, die jetzt schon seit Anfang des Jahres dabei sind. Die Laura und ich haben sich Gedanken darüber gemacht, wie oft wir jetzt eine Podcast-Folge rausbringen sollten und haben uns dann darauf geeinigt, dass es gut ist, einfach alle 2 Wochen eine neue Wow-Hunde-Podcast-Folge rauszubringen, einfach weil wir uns mehr Zeit nehmen möchten, mit euch zu interagieren, ja, euch die Möglichkeit zu geben, uns Fragen zu stellen, einfach mit euch in Kontakt sein. Und das ist für uns einfacher, wenn wir uns auf 2 Folgen pro Monat beschränken. Und dafür sind wir halt wirklich auf Instagram super aktiv und möchten euch da einfach auch mitnehmen und wirklich ein toller Ansprechpartner für euch sein. Und darum haben wir uns zu diesem Schritt entschieden. Aber es ist ja nicht so, dass wir noch keine Folgen hätten. Also ich glaube, es sind jetzt knapp 30 Folgen, wo ihr da mal wirklich durchstöbern könnt. Also wenn ihr jetzt gerade einen Welpen zu Hause habt und ja, ihr noch Input braucht, dann findet ihr das sicher. Genau, und für die heutige Folge haben wir gesagt, Klickertraining und Deckentraining. Die 2 Folgen markieren wir euch sowieso mal hier in den Shownotes, beziehungsweise findet ihr auch alles ausführlich nochmal auf unserem Blog. Genau. Ja, das war's von uns jetzt mit der ersten Folge nach der Sommerpause. Wie gesagt, das hat Kerstin eh schon gesagt, wir sind jederzeit für euch erreichbar, für eure Fragen und Co. und können uns jetzt einfach noch mehr Zeit auch für eure Fragen nehmen und werden trotzdem ganz, ganz wertvolle Podcast-Folgen mit ganz viel Input für euch produzieren. Und ja, wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund. Deine Laura und deine Kerstin.